So, kommen wir zu Generics. Generics besagt, dass wir eine Klasse generisch implementieren können, basierend zu einer anderen Klasse, die wir erst später angeben. Schauen wir uns das einmal am Beispiel dieser Liste an. So, ich habe hier selber mal versucht, eine Liste zu implementieren und da war es so, dass ich die alte Liste so implementiert habe, dass ich gesagt habe, okay, ich habe dann ein Array von Objekten, nicht? Und wenn man meine Liste initiiert, dann muss man sagen, wie groß der Array sein soll. Und wenn ich jetzt sage, add element, kann man ein Objekt reingeben, ne? Ich kann den Typ nicht einschränken an der Stelle. Ich kann ein Objekt reingeben und wenn die Liste von meinem Element halt größer ist, als ich Array-Element habe, ne? Also wenn Size größer ist als die Länge von meinem Array, dann schmeiße ich halt diese Index-Out-of-Bounds-Exception. Ansonsten speichere ich mein Element halt an dieser Position in meinem Ding dran. Und wenn ich jetzt Element-Add sage, dann gibt mir das halt an der Position wieder zurück. Ne? Genau das gleiche hier wieder auch mit dieser Index-Out-of-Bounds-Exception. So. Das heißt, ich habe quasi meine eigene Liste gemappt, also gerappt. Scheiße. So, kommen wir zu Generics. Bei Generics geht es darum, dass ich Klassen generisch schreiben kann und erst zu der Zeit, wenn ich die Klasse instanziere, festlege, mit welcher anderen Klasse quasi meine Typeinschränkung passiert. Und Typeinschränkungen, dass man die machen wollte, kam sehr stark bei Listen auf. Und ich würde gerne einmal motivieren, warum wir Generics brauchen. Hier auf der linken Seite ist eine Listenimplementierung von vor der Zeit von Generics. Nicht? Also was man vor der Zeit von Generics gemacht hat, wenn man eine Liste implementiert hat, hat man sich ein Object Array gespeichert. Und in diesem sehr, sehr primitiven Beispiel, das ist nicht dynamisch wachsend, muss man halt angeben, wie viele Elemente kann man da reinstecken. Und dann gibt es eine Add- und eine Get-Methode. Und die Add-Methode würde halt das in diesem Array speichern. Und die Get-Methode, Element-Add-Methode, würde mir das wieder rausholen. Und dann kann man natürlich noch wesentlich bessere Methodik da rein implementieren. Ne? Also es könnte dynamisch wachsen, es könnte auch noch Append, also häng es hinten dran oder was auch immer geben. Ne? Also es könnte noch eine sehr bessere Implementierung für eine Liste geben, als das, was ich jetzt hier gemacht habe. Spannend ist aber der Punkt, wie ich das Ding verwendet habe. Ne, stellt euch vor, diese Listenimplementierung, die wir da gezeigt haben, die ist relativ unspezifisch. Ne, die würde sowohl für Audi Q5s, Containerschiffe, Opel Astras und auch Integer funktionieren. Stellt euch vor, ihr wollt jetzt gerne eine Integer-Liste machen. Ne, hier drüben geht er hin, alte Liste, Liste, gleich new, alte Liste, Größe 10. Und ihr sagt jetzt, das soll eine Integer-Liste sein. Das heißt, es dürfen nur Integers rein. Jetzt hindert euch aber keiner daran, ein Double reinzustecken oder ein Containerschiff. Weil ja in eurer API hier, in eurer Schnittstelle, ist ja Object dran definiert, weil ihr könnt es ja nicht einschränken an der Stelle. Und das gleiche ist, wenn ihr ein Element wieder rausholt. Ne? Das Element an der nullten Position, ne, ist ja hier ein Integer. Ne? Haben wir hier add gesagt, ist ja der Integer. Wenn ihr das jetzt rausholt, kriegt ihr aber in eurer Schnittstelle auch wieder nur Object gezeigt. Ne? Aber ihr wisst ja, dass es ein Integer ist und ihr müsst dann jetzt wieder hier casten. Und das ist genau das Problem, warum wir Generics haben wollten. Hier wäre es doch total toll,
wenn wir sagen könnten, ich will jetzt eine Liste von Integern haben. Und dann würde ich vom Compiler hier einen Fehler bekommen, wenn ich da einen Integer reinstecke oder also wenn ich keine Integer reinstecke. Und hier würde ich vom Compiler gleich das richtige Element zurückbekommen in der richtigen Klasse und müsste es nicht selber casten. Und da sind wir bei der Motivation. Ne? Generics wurden in Java 5 eingeführt und bis dahin konnte man das nicht einschränken. Es war nicht typsicher, dieser Rückgabewert oder dieser Parameterwert. Was dort viel gemacht wurde hier, war entweder das, entweder man hat halt viel gecastet oder alternativ war, dass man viele Implementierungen einfach kopiert hat. Na, da gab es eine Q5-Liste, dann gab es eine Integer-Liste und also echte eigene Klassen, Q5-Liste, Integer-Liste und da stand halt hier ein Q5-Array, Integer-Array, Integer-Array dran. Ne? Das war die Konsequenz, entweder viel casten oder viel Code, kopieren. Also in Collections war das ein riesen Problem. Und was man aber jetzt ab Java 5 machen kann, wir können typsichere Klassen schreiben. So. Und wir können das einschränken. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ne? Das ist das gleiche Beispiel, was ich euch gerade gezeigt habe. Ich würde das jetzt einmal gerne, ich suche ein Verb für Generics, aber Genericsifieren. Wir fügen einfach Generics hinzu. So. Und wie das geht ist, ich schreibe an meiner Klasse hier oben mit spitzen Klammern einen Typparameter hin. Üblicherweise nimmt man T dafür. Man könnte auch noch mehr haben. Man kann für die Typparameter auch ganze Worte schreiben. Üblicherweise ist, wird trotzdem T verwendet. So. Jetzt haben wir ja gesagt, ja, das Object Array, das können wir ja nicht verändern. Also hier könnte ich jetzt nicht sagen, ich möchte gerne ein T-Array und dann kann ich hier nicht sagen New T. Das geht nicht. Das geht leider nicht. Dieser Aufruf geht nicht. Deswegen müssen wir jetzt dieses Casten hier rein verstecken. Was wir aber machen können hier ist, wir können diesen Typparameter hier für das Add-Element vorgeben. Was das gleich zur Folge hat, sehen wir gleich hier drüben. Und was wir auch machen können, wir können den Rückgabewert auch auf diesen Typparameter binden, einschränken. So, jetzt kriegen wir hier unten eine Exception. Na, das Ding ist Object, ich erwarte aber T und dann sagen wir, alles klar, gut, dann casten wir dich halt hier drin. Weil wir wissen ja, dass in diesem Data T, Data Index, da können ja nur T-Elemente drin sein. Das heißt, der Cast ist ja sicher. Okay, gut. Jetzt haben wir hier alte Liste mit Generics erweitert. Haben wir hier drüben immer noch keinen Compile-Fehler? Eigentlich hätten wir doch jetzt Integer-Liste einen Compile-Fehler bekommen sollen. Ist aber nicht so, weil wenn ich nämlich kein Generic angebe, wird er auf defaultmäßig auf Object gebunden. So, ne? Das würde jetzt hier eigentlich stehen. Das heißt, um diese Typeinschränkung, diesen Generic jetzt zu verwenden, kann ich auch bei der Instanzierung der Klasse sagen, ich hätte jetzt aber gerne ein Integer-Array. So, boom. Dann sind wir nämlich dabei. Dann sind wir nämlich hier dabei, dass der Compiler mir sagt, addElement ist auf einmal auf Integer gebunden. Ich kann nur Integer reinstecken. Ich kann kein Double mehr reintun. Und hier drüben, addElement, bekomme ich auch ein Integer zurück. Ne? Seht ihr das hier oben? Das heißt, ich kann jetzt auch hier direkt Integer reinschreiben, ohne dass ich irgendwie casten muss oder sonst irgendwie Geschichten machen muss. Und das war die Motivation. Das wollte man erreichen. Dass man jetzt eine Klasse, die mit unterschiedlichsten anderen Klassen zusammenarbeiten kann, zum Beispiel könnte ich hier auch eine Q5 ne, wir machen eine Q5-Liste. Zack. Die Logik, wie so eine Liste implementiert ist, das ist ja identisch. Ob ich jetzt Zahlen oder Autos rein tue, ist ja absolut gleich. Dies heißt, dadurch Generics habe ich Wiederverwendbarkeit erhalten, ne, dass ich diesen Code sowohl für Zahlen wie auch für andere Klassen wiederverwenden kann.
Und das Schöne ist, ich kann das jetzt erst zur Laufzeit einschränken. Ne? Das heißt, also zur Instanzierungszeit kann ich das erst einschränken oder muss ich es erst einschränken. Vorher hier bin ich noch sehr frei in meiner Wahl. Genau, Objects ersetzen das Arbeiten mit Object noch nicht ganz. Da kommen wir aber gleich drauf zu. Okay, schauen wir uns mal hier ein etwas größeres Beispiel zu dem Thema an. Nicht? Haben wir genau gesehen. Die Liste hat ja jetzt diesen Typparameter t drin und addElement habe ich eingeschränkt und den Rückgabewert von Element add habe ich eingeschränkt. So, genau das gleiche hier oben haben wir auch schon gesehen. Ne? Ich kann dann auf einmal in meine Integerliste keine Double mehr reintun, weil das verbietet das. Was ihr euch hier merken müsst, Polymorphie geht bei Generics nicht. Nicht? Also wenn wir jetzt haben, okay, wir haben sowas wie eine alte Liste von Integern, haben wir ja oben schon die Integer-Liste und die Elternklasse von Integer ist Number. Number ist die Oberklasse von allen Zahlen. Wenn ich jetzt habe Numberlist, dann könnt ihr jetzt nicht sagen, weil ihr, ihr habt jetzt Number, nein, ihr habt Integer i gleich 12, dann könnt ihr ja Number n, könnt ihr i sagen, ne? Das ist ja diese Polymorphie, von der wir schon öfter mal gesprochen haben, dass eine Zuweisungskompatibilität in der Klassenhierarchie nach unten gegeben ist. So, das ist jetzt bei Generics nicht der Fall. Ich könnte jetzt nicht sagen, Numberlist ist gleich Liste. Das geht nicht. Hier würde uns jetzt ein Compile-Fehler sagen, das sind inkompatible Typen. Auf der einen Seite brauche ich alte Liste von Integer und bei dem anderen alte Liste von Number. Also Polymorphie bei Generics ist verboten. Das geht nicht. Okay. Was ich euch gerade noch zeigen wollte, als wir das instanziert haben, ist, dass du sowohl links den Generic hinschreiben musst, wie auch rechts. So, das hier rechts, das muss man seit Java 8 nicht mehr machen. Aber wenn ihr für eine Version vor Java 8 benutzt, dann müsstet ihr die Generics auf beide Seiten hinschreiben. Also die Vollausschreibung, mit welchem Generic ihr zusammenarbeitet. Jetzt ab Java 8 ist es so, das Feature nennt sich Project Coin. Das heißt, man kann ja einfach sagen, man macht wie so ein Diamanten quasi, einfach nur spitze Klammer links und dann rechts und dann wird der Compiler zur Laufzeit hier rüben auch diesen Generic einfügen. Das ist ein Compiler-Feature. Okay, gut. Aber haben wir das hier auch einmal nochmal hier drüben mit abgehandelt. Der Hintergrund, warum Polymorphie nicht geht, ist, weil dann ja sowas möglich wäre, wie hier in dem Beispiel. Ne? Ich habe meine Integer-Liste und dann caste ich quasi meine Integer-Liste nach oben in eine Number-Liste und dann könnte ich auf einmal in meiner Number-Liste irgendwie Double hinzufügen. Ne? Weil ein Double ist eine Number und dann dürfte ich das eigentlich da reintun, aber es ist ja eigentlich im Speicher eine Integer-Liste. Und aus dem Grund ist Polymorphie da verboten. Okay. Brauchen wir nicht mehr viele Slides bis zu den nächsten Übungsaufgaben. Ich habe diesmal zwei für euch mit dabei. Das nächste Konzept ist relativ sinnvoll. Es ist nämlich ein Wildcard-Parameter. Wir haben gesagt, Polymorphie ist nicht verboten, es ist verboten, aber man möchte gerne sowas haben wie public void print list. Und jetzt möchte man gerne eine Liste reinbekommen. Alte Liste. Alte Liste von egal was für einem Typen. Und dann möchte man gerne über alle diese Elemente drüber iterieren. Und dann lass uns das mal machen.
Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wir machen uns hier noch eine Methode rein. Getter für Size, ne? Weil das brauchen wir ja. So. For in die gleich 0 i kleiner Liste get size i plus plus. So, Liste Element add in Index mal reingeben, ne? I. Aber was kriegen wir da zurück? Fragezeichen. Okay, kriegen wir mal zurück. Machen wir mal hier IntelliJ. Was würde uns IntelliJ anbieten, wenn wir jetzt sagen Introduce Local Variable Object? Okay. Das heißt, wenn ich jetzt Element add mache, kriege ich ein Object nur zurück. Ne? Das heißt, ich kann nur ein Object mir rausholen. Also was habe ich jetzt dadurch gewonnen, dass ich mir hier so ein Wildcard-Parameter reinhole? So nennt sich dieses Fragezeichen. Was habe ich dadurch gewonnen? Naja, ihr könnt jetzt printlist machen und da könnt ihr eure numberlist reingeben. Ne, das könntet ihr reintun. Und ihr könntet aber genauso gut eure Liste printlist machen. Das heißt, es ist nicht so, also es ist keine Polymorphie, aber es ist eine Wildcard und das sagt, ihr könnt hier eine Liste von egal was reinstecken und intern wird es dann auf ein Object gemappt. Und der Vorteil ist, dass ihr genau wie hier, dann könnt ihr über alles drüber iterieren und halt für alles eine Ausgabe machen, obwohl ihr quasi ja unterschiedliche Listen reingebt. Dadurch geht die Typsicherheit von so einem Generic verloren, ne? Weil ihr seid ja wieder auf Objects gegangen, ne? Aber es ist eine explizite Geschichte. So, und ihr könnt es nur bei lesenden Zugriffen machen, ne? Ihr könntet jetzt nicht sowas sagen wie new, alte Liste von Fragezeichen. Das geht nicht. Ja, wildcard type, question mark, cannot be instantiated, correct, indirectly, directly. Oh, Entschuldigung. Also ihr könnt es nicht direkt instanzieren, ihr könnt nur das in lesenden Zugriffen quasi verwenden. Okay. Diese Fragezeichen könnt ihr auch binden. Ne? Also ihr könnt diese Wildcard, diesen Joker von Klassen, die ihr da reingeben könnt, die könnt ihr auch einschränken auf Unterklassen oder Überklassen von irgendeiner anderen Klasse. Schauen wir uns das einmal an. Wir könnten jetzt einfach mal sagen, void print number list. Und dann gehen wir da eine alte Liste von einem Wildcard-Typ rein. Aber diese Klasse, das muss zwingend ein Kind sein von number. Das heißt, wir schränken den Generic ein, dass der Generic nur für Kinderklassen oder von Number selber gilt. Und dann machen wir hier genau das Gleiche. Wir gehen einmal drüber. Numberlist. So, boom. Machen wir genau das Gleiche. So, wenn wir den jetzt gemacht haben, dann können wir print numberlist von numberlist natürlich noch aufrufen. Aber wir können jetzt zum Beispiel nicht mehr Q5-Liste aufrufen. Ne? Da würde uns jetzt sagen, ich erwarte irgendeine Kinderklasse von Number. Du kommst jetzt mit einem Q5 um die Ecke. Das geht nicht. So. Wichtig hier ist auch noch zu sagen, das geht auch in der Deklaration. Ne? Wenn ihr jetzt hier sagt, hier drüben bei der alten Liste, da könntet ihr es auch sagen, extends Number. Ne? Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie ausdrücken wollt, eure Klasse, eure generische Klasse, die ihr da geschrieben habt, die funktioniert nur mit Zahlen oder nur mit Autos oder nur mit Containerschiffen, dann könnt ihr das hier auch diesen dieses Generikum einschränken, indem ihr sagt, entweder t extends number oder man kann es auch in die andere Richtung einschränken, t super number. Ah, das geht jetzt in dem Beispiel darum irgendwie nicht. Aber hier würde das gehen, hier Supernummer. Das könnte man hier so auch hier drüben so einschränken. Okay, aber zurück hierhin. Das macht man sehr gerne, wenn man Klassen schreiben will,
wo man weiß, in unserem Beispiel jetzt die Autos, man möchte jetzt sagen, ich möchte irgendeine Logik schreiben, die für ein Generikum von unserem Bodenfahrzeug oder wie auch immer wir das Ding genannt haben, funktionieren. Dann könnten wir unseren Generic, mit dem das instanziert werden kann, halt auf Kinder von Number einschränken. Ne? In der Sekunde, wo ich das gemacht habe, habt ihr drüben gesehen, dass das rot geworden ist. Ne? Ich habe jetzt einen Compile-Fehler und er sagt mir jetzt, mein Audi Q5 ist nicht innerhalb von meiner Boundary und es muss halt irgendwas unter Number sein. Ne? Okay, also wichtig, ihr könnt Generics einschränken. Gut, machen wir das mal wieder weg hier. Das geht nicht. Gut. Klasse. Genau, gebundene Wildcards gehen nach unten und nach oben, ne, hatte ich gesagt. Ihr könnt hier Extents reinschreiben. Das sind 99% der Verwendungen werden wahrscheinlich einen Extents dort stehen haben. Also, dass etwas irgendeine Unterklasse von irgendwas anderes sein wird. Aber wenn es der Use Case erfordert, könnte man auch mit einem Super einschränken. Also das sagt dann aus, es ist für alle alte Listen erlaubt, sofern das Generikum Number oder eine Elternklasse ist. Verwende ich jetzt relativ selten, aber könnte man auch so benutzen, wenn man es möchte. So, kommen wir zu unseren Übungen. Übung Nummer 1 ist, implementiert etwas mit Generics oder noch viel wichtiger, reflektiert eure Programme, die ihr so in der letzten Zeit geschrieben habt, vielleicht in den Praxiseinsätzen oder hier auch an der DH, ob ihr vielleicht irgendwo einen Use Case hattet, wo Generics das Feature gewesen wäre, was ihr benötigt. So, ich kann euch an der Stelle ein Beispiel nennen. Ich implementiere aktuell sehr viel mit Go. Go hat keine Generics und da gibt es dann Code-Generatoren. Ne? Wir benutzen immer, wenn wir einen Client, also so eine Client-Server-Anwendung haben und dann werden halt Clients generiert. Ne? Wir benutzen Kubernetes und dann werden dann Clients generiert, basierend für die Typen, die wir geschrieben haben. Und dann haben wir halt irgendwie drei verschiedene Typen und dann gibt es da einen Generator, der wird da mitgeliefert und dann wird für jede dieser Typen halt ein eigener Client generiert. Ne? Also eine etwas ausgeprägtere Version von dem, was wir hier gezeigt haben. Nur es gibt hier kein T, sondern es gibt dann eine Klasse, die hieß dann Q5-Liste und da wäre dann halt ein Q5-Array drin. Das generieren die Dinger. Und ja, das ist so mein Beispiel, wo in der Zeit, wo ich letzte Zeit gearbeitet habe, ich mir am meisten Generics gewünscht hätte. Ja, okay. Erster Teil, ne, reflektiert über Generics. Wo hätte das vielleicht irgendwo bei euch im Projekt mal Sinn gemacht, sowas zu verwenden? Und dann würde ich euch einmal bitten, probiert doch mal mit Generics zu implementieren. Nicht? Also wenn ihr eine eurer Klassen habt, die wir jetzt in der Vergangenheit hatten, ob ihr dort vielleicht irgendwo ein Generic sinnvoll einbinden könnt. Wenn nicht, schaut doch mal in dem Code, den ich hier mit der alten Liste hochgeladen habe, in das GitHub-Projekt, dass ihr da einfach entweder so eine Klasse selber mal implementiert, ne, so eine Listenimplementierung, wie ich das hier gemacht habe, oder ihr nehmt die Listenimplementierung, die ich hier gemacht habe, und verwendet sie, so wie ich sie hier drüben verwendet habe. So, das wäre die erste Übung. Und die zweite Übung ist wieder eine Sichtbarkeitenübung. Das hat sich beim letzten Mal größte Beliebtheit erfreut, diese Aufgaben. Deswegen würde ich das einfach nochmal machen mit euch. Ne? Diesmal gibt es wieder Sichtbarkeiten 2 und Sichtbarkeiten 1. Die erben irgendwie miteinander, die haben irgendwie Is, die sind manchmal statisch, die sind manchmal nicht statisch. Die haben verkettete Konstruktoren und hier unten gibt es eine Mail-Methode. Und da ist die Frage, was gibt dieses Programm aus? Gut, es gibt jetzt nicht so viele Ausgaben in diesem Programm, aber es ist nochmal eine schöne Wiederholung, um reinzukommen. So, jetzt gab es in dem letzten Kurs einen Student, der hat meine Aufforderung sehr, sehr ernst genommen, ein Programm zu schreiben, um alle Kommilitonen inklusive mir komplett zu verwirren.
Und diese Klassen findet ihr unter Kapitel 4 Sichtbarkeiten, gibt es Visibility 1 und Visibility 2. Wenn euch diese Aufgabe zu langweilig war und ihr die zu schnell gelöst habt, dann schaut doch mal, ob ihr diese Aufgabe lösen könnt. Ob ihr diese Aufgabe lösen könnt. Und versucht mal herauszufinden, was das für Ausgaben hat. Das sind 10 Ausgaben. So, die sind auch in dem GitHub-Projekt mit drin, ne? Und die Konzepte sind sehr, sehr erweitert, die ihr da anwenden müsst. Ein Konzept, was da drin war, was ich euch jetzt noch nicht gezeigt habe, ist dieser Block. Wenn ihr in eine normale Klasse einfach einen Codeblock reinschreibt, außerhalb von einer Methode, dann ist das im Endeffekt sowas ähnliches wie dieser Static-Block, über den wir schon mal geredet haben. Nur, dass er jetzt nicht für die Klasse, sondern für das Objekt gilt. Das ist quasi ein Initialisierungsblock, der vor dem Konstruktor aufgerufen wird. Okay, wenn ihr, ich will nicht sagen, das ist unüblich, ich benutze es nur relativ selten bis nie. Deswegen habe ich das jetzt nicht in den Folien mit eingebaut. Aber ihr habt die Möglichkeit, solche Initialisierungsblöcke zu machen in Java. Das hatte ich euch bisher noch nicht erzählt. Das heißt, es ist gut, dass Kai diese Aufgabe so gemacht hat für uns. Gut. Wie gesagt, das wird wahrscheinlich mehr als 15 Minuten brauchen, diese Aufgabe zu lösen. Aber wenn ihr Spaß dran habt, schaut euch das gerne mal an. Gut, das sind die 2 Aufgaben für das Ende dieses Videos. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen Aufgaben und dann sehen wir uns im nächsten Video für den letzten Teil für dieses Kapitel. Bis gleich.